Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 11. Reden wir darüber. Drei. Ich kann sie nicht einfach verschenken. Raubrittertum. Wir waren uns über den Preis einig. Ein Schwein hat meine halbe Ernte gefressen. Unser verehrter Kunde lasst uns einen Kompromiss finden. Verdammte Steuer. Oh, die vom Tuchstand vielleicht? Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ihr habt den Knauf. Ich werde die Wolle behalten. Das kommt von den vielen Sorgen. Ach, der Bettler hier bestimmt. Ich werde nie mehr mit euch Nein, handeln. Vielleicht sollte ich nach einer Expertenmeinung sehen. Jemand, der nicht von hier ist. Es ist alles viel zu teuer hier. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ihr habt dem Kauf im Vorfeld zugestimmt. Die Wolle ist aus Kingsbridge. Er hat sie schon gesehen. Unglaublich. Reden wir darüber. Die Bittsteller? Und das liegt nicht am Regen. Nein, aber ich glaube, ich habe flämische Händler in der Stadt gesehen. Da muss ich wohl mal hier weggehen. Schmied, Mädchen mit einem Stück Fleisch, flämische Händler, Mönche, Brotverkäufer. Ich gehe mal zu dem Mädchen mit dem Stück Fleisch. Was hast du da? Nicht zum Verkauf oder zum Essen. Nicht zum Stehlen. Geh weg! Keine Angst, ich tue dir nichts. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben hier ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Pack gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. Brotverkäufer? Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein, keine Sorge. Entschuldigt, könnt ihr mir sagen, was mit Shireen geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden, aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Ach, was wissen wir schon. Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Shireen scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. Bist du der christlichen Kunst nicht müde? Diese traurigen Gesichter und stumpfen Farben machen mich trübsinnig, wie diese ganze Stadt. Wohl wahr. Ich bevorzuge farbenfrohe Gemälde von den schönen Dingen im Leben. Ja, ich bevorzuge auch so einiges. Aber sag mir mal was... Entschuldigt, würdet ihr mir eure Meinung sagen, was die Qualität dieser Wolle betrifft? Natürlich. Zeig sie uns. Oh, wie wunderbar weich. Und wie gründlich gereinigt. Keine Spur von Schmutz oder Fett. Die Fadenstärke ist außergewöhnlich fein. Und die Farbe ist gleichmäßig und hell. Geeignet für Kleider von hoher Qualität. Ich freue mich, dass wir gleicher Meinung sind. Würdet ihr dies auch einem meiner Kunden gegenüber bestätigen, wenn es nötig sein sollte? Natürlich. Schickt ihn einfach zu uns. Bei all diesen Steuern und schrumpfenden Märkten war ich mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, nach Shireen zu kommen. Aber für Wolle dieser Güte lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, wenn nicht, kann man doch an denen verkaufen, oder nicht? Ne, ich komme nicht weiter. Wir können hier in eine Gasse rein. Ach so, nee, das ist okay. Ja, dann gehen wir wieder zum Markt. Ihr wollt mich wohl bescheißen? Lasst uns ein. Erst sagt ihr so und dann wieder anders.
Behandelt ihr so eure Kunden? Nur wenige Straßen entfernt gibt es flämische Händler. Sie hatten großes Interesse an meiner Wolle. Und sie wären gern bereit, euch deren Qualität zu bestätigen. Jeder hat Freunde, die für einen lügen. Eine Auktion, ja. Dann überlassen wir es dem Volk. Wir werden die Wolle auf der Nachmittagsauktion versteigern. So erzielt sie bestimmt einen angemessenen Preis. Nein, wartet. Vielleicht können wir nachverhandeln. Mein Herr wird ungehalten sein, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Bleibe hartnäckig oder biete einen Kompromiss an. Biete einen Kompromiss an. Lasst uns einen Kompromiss finden. Ihr kauft die Wolle zu dem Preis, den wir unserer Meinung nach vereinbart hatten. Warum sollte ich das tun? Ich garantiere euch fürs nächste Jahr ein Vorkaufsrecht auf meine Wolle. Die Preise steigen, wenn mehr als ein Käufer beteiligt ist. Ich weiß. Mein Herr wäre nicht erfreut, wenn ich eines Tages ohne Wolle zurückkehrte. Und er ist ziemlich jähzornig. Abgemacht. Wir sind uns einig. Ich nehme die Wolle zu eurem Preis. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Du hast gut gelernt. Ein guter Händler strebt ein Geschäft an, bei dem sich beide Seiten als Sieger fühlen. Ich hatte eine gute Lehrerin. Noch etwas. Könntest du Ovids Amores für mich besorgen, wenn du nach Winchester kommst? Es ist ein Buch. Ja, ich kann Bruder Theobald fragen. Seine Büchersammlung ist umfassender, als der Kirche lieb sein dürfte. Dann wird er es hoffentlich haben. Vielen Dank. Keine Ursache. Okay, wir haben jetzt das Geld. Dann sollte ich... Tut mir leid, mir ist nicht drin. Jetzt doch zu ihm gehen können. Nein, dieses Geld ist nicht zum Ausgeben da. Man verlässt sich auf mich. Aber wir wollten doch mit ihm reden. In der Stadt war früher viel mehr los. Das liegt daran, dass der Vogt endlich mal was getan und die Stadt von Dieben und Betrügern geräumt hat. Ich hoffe, ihr streckt eure Wolle nicht, bevor sie verwebt wird. Ich würde meine Kunden nie übers Ohr hauen. Gut, dann werden wir beide hier in Shiring keine Probleme kriegen. Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Ja, dann frage ich Philipp nochmal. Hat die Schlange sich schon bewegt? Nö. Wir stehen da wie Salzsäulen. Aber der Graf wird sicher bald Bittsteller empfangen. Hoffentlich bevor die Bauleute in Kingsbridge das Weite suchen, weil ich sie nicht entlohnen kann. Ich hab ganz vergessen, ich könnte Mac doch eigentlich nach meinem Bruder fragen. Das ist er nicht. Ja, das weiß ich, dass er das nicht ist. Und unser Graf wird der neue... Eine Freude mit euch Geschäft. Gleichfalls. Kommt beim nächsten... Hoffentlich nicht wieder in Shiring. Ihr werdet auch gut beraten, woanders Handel zu treiben. Ich könnte ihm jetzt das Geld geben. Vielleicht noch ein Vlies obendrauf. Gib ihm so viel Geld wie Richard. Gib ihm mehr Geld als Richard. Gib ihm weniger Geld als Richard. Gib ihm so viel Geld wie Richard. Hier. Danke.
Vielleicht reicht es ja, um die Bauleute zu halten, bis ich unsere Probleme mit Percy Hamley gelöst habe. Aber Tom meint, ohne Steine und Bauholz werden wir den Bau in einem Monat einstellen müssen. Ihr müsst mit dem Grafen reden. Ich muss Richard noch sein Geld geben. Aber dann komme ich wieder, um mit euch zu warten. Wie es aussieht, werde ich hier noch lange stehen. Es ist noch ein Teil der heutigen Einnahmen übrig, aber auch den muss ich weitergeben. Aber wo ist Richard? Kann ich zu der Straße hin? Kurz ein Schlückchen trinken. Ich kann nicht raus. Mauern in der Ferne, Palast des Bischofs. Ach, ist das nicht da, wo er bauen wollte? Der Bischof? Die Reste von Walloran's Burg. Der Palast des Bischofs. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Das ist gerade mein Problem. Habt ihr Richard und seine Ritter gesehen? Sie kamen vorbei und sahen sich ein paar Schwerter an. Aber sie haben nicht gesagt, wohin sie gingen. Dann versuche ich es mal mit dem Mädchen. Hast du eine Gruppe Ritter gesehen? Ich habe heute so viele Leute gesehen. Ist schon in Ordnung. Dann versuchen wir es bei dem Brotverkäufer. Hast du von Richard von Shiring gehört? Dem Ritter? Also, er hat hier heute jedenfalls kein Brot gekauft. Warum fragst du nicht den Vogt? Er scheint in letzter Zeit jeden im Auge zu haben. Ich frage aber erst noch die Mönche. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Nein, wir sind gerade erst angekommen und auf dem Weg zur Kirche. Trotzdem, vielen Dank. Na, du willst doch nochmal mit den Flämen probieren. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Eine Gruppe von Rittern, sagst du? Haben sie vielleicht Interesse daran, Leinen für ein neues Gambeson zu kaufen? Vielleicht, aber ich muss sie erst finden. Dann werden wir nach ihnen Ausschau halten. Also, Markt und Vogt. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Du meinst König Stephans Ritter? Das letzte Mal, als ich sie sah, haben sie sich im Leinenlärm die Hucke vollgehauen. Sie ziehen in die Schlacht. Also sollten sie heute Nacht besser nicht mehr ihr Herz verschenken. Wie umsichtig von euch. Im Lion and Lamp. Okay, wo ist dieser Ort? Unser Graf handelt. Wo soll das denn sein? St. George? Ist das vielleicht auf dem Marktplatz? Drei. Ich kann sie nicht einfach verschenken. Bist du etwa so knapp bei Kasse? Ein Schwein hat meine halbe Ernte gefressen. Nö. Man sollte meinen, der Graf sei schon schlimm genug. Verdammte Steuer. Was macht die Familie?
Mein Vater hat eine Erkältung. Hä, wo soll das denn sein? Ich frag den Schmied nochmal. Wo kann ich das Lion and Lamb finden? Oh, ist Sir Richard wieder auf Sauftour? Dann solltet ihr euch besser beeilen, bevor er euer ganzes Geld auf den Kopf haut. Das Schenkenviertel ist gleich um die Ecke. Und wo genau? Ah, da. Ja, super. Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Ich muss meinem Ritter das Geld geben. Von der Erde hebt das Herz, sich das Schicksal heute. Nie bring ich ein Werk zustand, fehlt mir Wasser am Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Naja, so gut war er nun auch wieder nicht. Wie läuft das Geschäft? Schlecht. Zumindest habt ihr noch eure Stammgäste, wie es scheint. Selbst in schlechten Zeiten trinken die Menschen. Der Graf von Shiring hat neue Gesetze und Steuern verhängt und das macht es alles schwieriger. Es ist nur für Gäste. Richard, Simon und... Ich hörte, ihr wollt Kaiserin Mathildes Armee entgegentreten, Sir Simmond. Ach, Simmond. So sage ich jetzt Simon. Wir kämpfen auf dem wunderschönen Feld bei der berühmten Burg von Lincoln. Das klingt ja so, als würden wir nur hingehen, um uns die Landschaft anzusehen. Man darf doch wohl die Schönheit der Natur würdigen. Lasst euch von der Schönheit nur nicht ablenken, Sir Simmond. Da ihr nicht dort sein werdet, my Lady, hoffe ich, meine Aufmerksamkeit ganz dem Feind widmen zu können. Irgendetwas Neues über Mathildes Armee, Sir Alonso? Die Angeviner werden von Robert von Gloucester angeführt und sie sollen 1000 Mann stark sein. Aber Stefan hat mehr Männer und wir reiten mit ihm an vorderster Front. Hat Robert von Gloucester erfahrene Kämpfer auf seiner Seite? Wenn wir das nur wüssten. Ruhm und Sieg werden unser sein, so oder so. Heute reiten wir nach Lincoln. Die Getränke gehen auf mich. Wirt, noch eine Runde für alle. Ihr seid der Beste, Richard. Ich würde ihm ungern das Geld Sir geben. Richard, bitte. Ach, Quatsch. Wir sind doch alle Brüder. Es heißt Sir Richard. Oh. Und ich dachte, du bräuchtest mein Geld für eine neue Rüstung. Oh, das tue ich. Ein Ritter ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Hast du Alonsos neues Schwert gesehen? Mit so gut ausstaffierten Waffenknechten, wie könnte ich König Stefan mit minderem Rüstzeug entgegentreten? Und eine schlechte Rüstung könnte ihm das Leben kosten. Nur das Beste für die Besten. Hm. Ermahne ihn, verantwortungsvoll zu sein. Wie viel brauchst du? Ermahne ihn, verantwortungsvoller zu sein, ja. Du solltest verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Ich verwende es für meinen guten Ruf. Das ist verantwortungsvoll. Du zahlst für den Wein anderer Leute, von denen du einige nicht mal kennst. Ein Ritter zu sein ist mehr als nur kämpfen, Ellie. Es ist eine Lebensweise. Wir kämpfen zusammen, trinken zusammen, sterben zusammen. Richtig. Auf Teufel komm raus. Gemeinsam durch die Hölle. Du sagst das, als wär's was Schlechtes, Alonso.
Aber du könntest unser Geld etwas umsichtiger ausgeben. Willst du, dass William Hamley Graf von Shiring wird oder ich? Was soll diese Frage? Wenn wir Glück haben, wird er nie aus dem Heiligen Land zurückkehren. Das ist er bereits. Was? Was? Wir sind auf die Männer Robert von Gloucesters getroffen. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er es war. Er trug den Mantel eines Kreuzritters. Nein, tut's nicht. Bitte, habt Erbarmen. Bei Gott, bitte. Ganz ruhig. Und dann rief König Stefan seinen Namen. William Hamley, kommt mit, wir reiten los. Scheiße. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich wollte dich nicht aufregen. Wie bitte? Es geht hier nicht um dich oder mich, Ellie. Ein Monster wie ihn Graf werden zu lassen, würde nicht nur unseren Vater verraten. Es würde heißen, alle zu verraten. William ist ein Schlachter, ein dreckiger Bastard ohne Ehre. Hüte deine Zunge. Ihr sprecht vom Sohn des Grafen von Shiring. Ich bin der Sohn des Grafen. Sir Richard, euer Vater hat sich gegen den König gestellt und Titel und Land verloren. Rechtlich gesehen seid ihr nicht der Erbe des Titels. Was habt ihr da gesagt? Ganz ruhig. Verräterischer Hundsfott! Beruhigt euch oder ihr bringt euch noch gegenseitig um, anstatt des Feindes. Mich des Verrats zu beschuldigen, euren treuesten Waffenknecht. Ich oder William, trefft eure Wahl, Alonso von Toledo. Kommt schon! Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich zu vertragen. Ihr verurteilt mich, weil ich die Wahrheit sage. Offenbar haben Sie keine Ahnung, wie man einen Streit ohne Kampf beilegt. War ich euch nicht immer der treueste Kamerad? Ich bezweifle, dass das der mit dem größten Mundwerk wohl sicher. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Die singenden Gäste. Wie wagt ihr es zu behaupten, dass das William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben? Wie würdet ihr einen Streit wie den da drüben schlichten? Jeder hat seine eigene Art, mit Druck fertig zu werden. Sei es Essen, Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dirne. Zu meinem Glück verlegen sich die meisten aufs Trinken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Sag das nicht zu laut. Wie wär's hiermit? Nur mal langsam. Ein Stück Brot getränkt in dunkler Soße, einfach aber schmackhaft. Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache, keine Meinung. Ich bezweifle, dass das ihren Streit schlichtet. Er hat ihn nicht verdient. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Der König hat eine Entscheidung getroffen. Ihr solltet das akzeptieren. Was habt ihr da gesagt? Eine Entschuldigung wäre hilfreich. Es tut mir leid. Seht ihr? Ganz einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Hat er ja auch im Grunde nicht. Oh nein. Ich habe unsere Einnahmen dabei, Richard. Gut, zumindest auf meine Schwester ist Verlass. Ich glaub's ja nicht. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Der Tavernenbesitzer hat es mir... Sehr erwachsen. Ich will ihm nicht sein Geschäft verderben. Ich brauch mehr zu saufen. Vielleicht bist du bloß hungrig. Machst du Witze? War nicht so gemeint. Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Wenn Sie Hunger haben, können Sie etwas... Der Tavernenbesitz... Denkt doch nur an die Schlacht, die euch bevorsteht. Euch beiden.
Ich denke an meine Würde. Ich habe unsere Einnahmen dabei, Richard. Gut, zumindest auf meine Schwester ist Verlass. Ich glaub's ja nicht. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ja. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Hier ist irgend so ein Typ, der die ganze Zeit schnarcht. Der geht mir so auf den Piss gerade. Da oben ist nicht. Was kann ich denn machen? Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Ich gebe ihm jetzt einfach das Stück Brot. Vielleicht bist du bloß hoch. Machst du Witze? Wann? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Offenbar haben Sie keine Ahnung. Ich habe keinen. Oh. Kann ich denn hier. Oh, warte mal, Fässer. Was ist denn damit? Der Wirt verdient an jedem Krug, den er verkauft. Und mit jedem. Man sieht selten Wein außerhalb der Kirche. Ich schränke muss ein paar reiche Gesänge. Scheiße. Vielleicht mit dem Geld beim Wirt. Ich kann nicht. Richard braucht es. Ja, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann gebe ich jetzt Richard das Geld und fertig ist die Sache. Streiten Sie sich häufiger? Ja, Sie sind beide sehr stolz. Gebt ihnen ein paar Tage, dann legt es sich. So lange können wir leider nicht warten. Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Ich habe unsere Einnahmen dabei, Richard. Gut, zumindest auf meine Schwester ist Verlass. Ich glaub's ja nicht. Gib ihm einfach das Geld, versuche sie erst zu versöhnen. Ja, aber wie soll ich sie denn versöhnen? Ich weiß nicht wie. Ich versuche das. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Vielleicht kann ich hier draußen noch irgendwie was machen. Das Brot vielleicht hier? Ich will es nicht verschwenden. Ich dachte, man könnte ihm zeigen, wie man was macht und dann vielleicht an sie. Möchtest du was zu essen? Ich nehme nur von Meg etwas an. Sie ist eine Kauffrau. Das Essen, das die anderen mir geben, ist verdorben. Aber sie gibt mir gutes Essen. Meg ist eine meiner besten Freundinnen. Oh, ach so? Dann nehme ich es an. Ich habe so einen Hunger. Du bist so nett. Wie kannst du es dir leisten, einem Mädchen eine ganze Scheibe Brot zu geben? Ich bin eine Kauffrau. Oh. Wenn ich groß bin, dann gehe ich aus Shiring weg und verdiene auch viel Geld. Wenn ich dann wiederkomme, braucht sich Tante wegen der bösen Männer, die Geld haben wollen, keine Sorgen mehr zu machen. Böse Männer? Sehr böse Männer. Das will ich vertiefen. Meinst du nicht, du solltest jetzt das Fleisch abliefern? Ja, ich muss weiter. Ich brauche nur eine kleine Pause, um zu verschnaufen. Soll ich mal hier fragen? Wie würdest du einen Streit schlichten? Also, ich laufe immer weg. Oh, aber die beiden sind eigentlich Freunde. Weglaufen hilft da nicht. Dann lass sie ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt recht. Ah, gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Was bieten die anderen alle? Ach, das ist gut, das machen wir. So, jetzt gehen wir hier hin. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Nur bei vollem Becher flammt.
Karten? Warum sollte ich ein Spiel mit in die Schlacht nehmen? Um dich auf andere Gedanken zu bringen. Ich brauch sowas nicht. Ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.